haben auch einen Hopfen, aber der hat nie was draus gemacht. Wenn er mal rechts im Geld macht, auch nicht. Ne? Der wächst ja schon selber. Hä? Der wächst ja schon selber. Energieeffizient arbeiten können. Da wenig Verlust ist, auch sehr energieeffizient. Ja, genau. So nutzen wir. Also quasi durch den. Vor 2 Jahren hätten wir 150-jähriges Jubiläum gehabt. 1870 ist die Brauerei hier gegründet worden in Pyras. Und hier stehen wir auch in der alten Wirtsstube, wo früher auch alle Mitarbeiter versorgt worden sind. Wir haben 90 Mitarbeiter und haben um die 12 Millionen Euro Umsatz. Das ist also ganz normaler Mittelstand. Natürlich brauchen wir Dampf in der Brauerei und Dampf erzeugen wir mit Öl. Also von daher sind wir in den Bereichen schon abhängig von dem, was in der Welt momentan passiert. Auch wenn wir für unsere Produkte all unsere Rohstoffe regional einkaufen, gibt es doch einfach sehr viele Monopolisten mittlerweile, auf die wir angewiesen sind. Also sehr eng wird es zum Beispiel beim Thema Verschlüsse und Lacke für Verschlüsse. Wir haben ja den Drehverschluss auf unseren Flaschen. Das war jetzt die Engstelle in den letzten Wochen. Ansonsten Flaschenproduktion ist was sehr energieintensives, Glasproduktion, Kästenproduktion, Etiketten, Papierknappheit. Also wir hängen voll mit drin mit allem, was wir einkaufen. Die Rohstoffe, die ins Produkt reinkommen, die kommen wirklich alle regional. Wasser haben wir natürlich selber. Alles andere, auch die Gerste ist aus Bayern. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert. Jetzt, wo die sogenannte Kornkammer Europas, die Ukraine, die größten Weizenanbauflächen Europas hat, momentan nicht produzieren kann und kein Weizen wahrscheinlich dieses Jahr zur Verfügung stellen kann. Was passiert mit den deutschen Anbauflächen? Wie entscheidet sich die Landwirtschaft? Was bauen die an? Hat es Auswirkungen auf die Braugerste? Da sind wir sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Es geht ja immer um die Ernte vom Vorjahr, die wir einkaufen. Und da haben wir Vorverträge, von daher hat sich da noch nichts verändert. Beim Hopfen haben wir zum Beispiel 2- bis 3-Jahresverträge. Malz ist es eh schon sehr, sehr schwierig gewesen jetzt im letzten Jahr. Malzpreise haben sich teilweise verdoppelt. Ja, so verschiedene. Ich habe mal ein paar Schnittbilder. Es ist mittlerweile wahnsinnig viel Spekulation. Das ist, also bei Gasöl ist es ja momentan, was da passiert, ist ja auch reine Spekulation. Es besteht überhaupt keine Knappheit. Wir haben Gas, wir haben Öl, der Preis ist reine Spekulation. Und genauso ist es oft natürlich auch beim Getreide und auch bei der Braugerste, dass viel Spekulation ist. Das müssen wir jetzt einfach auch abwarten, inwieweit da die Preise steigern. Es gibt nahezu keinen Lieferanten, der noch keine Energieaufschläge oder Logistikkostenaufschläge gemacht hat in den letzten 4 Wochen. Natürlich sind die Preise immens gestiegen. Wir haben aber dieses Jahr am 1. April schon eine Bierpreiserhöhung gemacht. Die werden immer ein halbes Jahr vorher schon mit den Handelspartnern verhandelt. Ich habe also gar keine Möglichkeit mehr, in diesem Jahr, im laufenden Jahr, noch meine Preise zu erhöhen. Ich mache immer Preisabsprachen mit den Großen zumindest, also Lebensmitteleinzelhändlern, fest bis 31.12. Von daher müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir über Kosteneinsparungen gut durchs Jahr durchkommen.